Das Kurzfazit zu dieser Uhr könnte sein: limitierte Sonderedition der Fliegergruppe der Bundespolizei zu einem erstaunlich günstigen Preis und überzeugenden Features. Ihr wollt die Langversion? Bleibt einfach dran. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Mark & Sons ist mir, nachdem ich mich etwas mit der Marke beschäftigt habe, eigentlich immer im Gedächtnis gewesen für Taucheruhren, tolle, aufwendig gemachte und ihren Preis sehr werte Taucheruhren. Dass sie auch eine Klassik-Fliegeruhr im Programm hat, habe ich zwar gesehen, aber nicht so bewusst wahrgenommen. Dass sie auch ein Sondermodell in der Fliegeruhrenserie aufgelegt hat, das hat mir Marco heimlich erzählt. Und dann wollte ich sie natürlich auch im Video zeigen. Und genau um dieses Modell geht es hier. Es handelt sich dabei um die limitierte Edition der Fliegeruhr Bundespolizei, limitiert auf 155 Stück. Auf dem Ziffernblatt sieht man neben den üblichen Verdächtigen wie Indizes, Zeiger, Zahlen noch zwei andere Elemente. Und dabei handelt es sich zum einen um eine Abbildung des Hubschraubers AS-332L1, auch bekannt als Super Puma, sowie das entsprechende Logo der Fliegergruppe der Bundespolizei. Die Uhr ist von der Fliegergruppe zwar initiiert worden, aber nicht im Verkauf auf diese beschränkt. Das heißt, diese Uhr kann jeder, der Spaß an solchen Uhren hat oder vielleicht sogar ein spezielles Sammelgebiet von militärischen Uhren, Uhren von Sondereinheiten hat, kaufen, zu einem Preis von aktuell 420 Euro. Diese Uhr ist außergewöhnlich zum einen aufgrund der Kooperation, zum anderen, weil sie aus dem üblichen Portfolio von Mark & Sons heraussticht und natürlich auch, was den Preis betrifft, von 420 Euro. Das sind alles Elemente, die ich bemerkenswert finde und die für mich diese Uhr interessant machen würden, wenn ich denn auf die entsprechenden Militäruhren mich fokussieren würde. Persönlich ist das nicht mein Sammelgebiet, aber ich kann der Uhr schon eine ganze Menge abgewinnen, aber nicht so viel, dass ich sie in meine Sammlung integrieren möchte. Mir gefällt zum Beispiel ein ganz, ganz kleines Detail nur, die Spitze des Sekundenzeigers, die im gleichen Blau gehalten ist wie das Logo der Fliegergruppe, toll gemacht. Das Gehäuse ist schwarz beschichtet und macht die Uhr dadurch komischerweise nicht optisch größer, sondern tatsächlich optisch kleiner, als die reinen technischen Daten anzeigen würden. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn ich auf die technischen Daten eingehe, beziehungsweise wenn ich die Uhr am Arm habe. Die Zeiger sind richtig schön groß und breit und damit extrem gut ablesbar, sowohl am Tag als auch in der Nacht, wie ich euch am Ende des Videos im Nightshot zeigen werde. Die Uhr hat folgende Maße, und da schauen wir jetzt einmal genau drauf: einen Durchmesser von satten 46 mm. Einen Bandanstoß von 22 mm und eine Bauhöhe von 13 mm. Die Uhr wird angetrieben von einem Miyota 9015 und Horn zu Horn, das muss ich nachmessen, liegen wir bei 42,5 Millimeter, und das ist natürlich schon eine Ansage. Das ist relativ viel. Wir haben auf der Vorderseite ein antireflektionsbeschichtetes, leicht gewölbtes Saphirglas, einen Sichtboden auf den Teil verzierten, auf das teilverzierte Werk. Der Rotor ist unverziert, die Brücken sind mit Genfer Streifenschliff versehen.
Zeiger und Indizes sind mit Super Luminova BGW 9 gefüllt und die Uhr wiegt am Lederband 108 Gramm, ist wasserdicht bis 10 ATM, gleich 100 Meter Tauchtiefe. Alles in allem ein wirklich gutes Gesamtpaket. An meinem Arm könnt ihr sehen, dass die Uhr wirklich relativ groß ist. Ich finde sie aber optisch erstaunlich passend. Die Lederbänder fallen zwar am Rand senkrecht ab und daran erkennt man, wie groß die Uhr tatsächlich ist, aber rein optisch fand ich sie jetzt nicht zu groß. Ich bin da wirklich überrascht und ich weiß noch nicht, ob es an der Farbe liegt, ob es an der Kombination der großen Zeiger und Indizes liegt, dass die Uhr insgesamt einfach sehr passend wirkt in ihren Dimensionen, ob es die Gehäuseform ist. Alles in allem wirkt die Uhr auf mich einfach unglaublich stimmig und nicht überdimensioniert. Das Gehäuse ist schwarz, wie gesagt, es ist relativ anfällig für Fingerspuren. Ich habe da also schon immer mal wieder poliert, gewischt, gemacht, getan. Es kommt aber immer wieder, lässt sich gar nicht wirklich vermeiden bei dieser Uhr. Am Arm hat es mich nicht gestört. Jetzt hier im Video sieht man natürlich jede kleine Spur. Die Krone lässt sich fantastisch bedienen und ihr könnt auch hier sehen, dass der Abstand zum Gehäuse relativ groß ist, wirklich absolut klasse zu bedienen. Und wenn der Sekundenzeiger auf der 12 Uhr angekommen ist, dann halten wir ihn an und schauen einmal, wie die Zeiger gesetzt sind. So, und ihr könnt auch jetzt mal die großen Zeiger sehen, wirklich absolut gut ablesbar. Und dadurch, dass die Zeiger vorne spitz zulaufen, ist auch eine sehr genaue Ablesung möglich. Und trotzdem erkennt man die Zeit auf den allerersten Blick nur durch ganz kurzes Hinsehen. Zeiger sind perfekt gesetzt, meiner Meinung nach. Absolut genau übereinander. Kein Überstand, egal zu welcher Seite. Das habe ich bei anderen Uhren schon wesentlich schlechter gesehen. Und hier ist es nach meinem Dafürhalten nahezu perfekt, wenn nicht sogar wirklich perfekt gelöst. Für 420 Euro stellt die Uhr nach meiner Meinung ein extrem gutes Gesamtpaket dar. Was wir uns noch nicht angeschaut haben von diesem Paket, ist die Nachtablesbarkeit. Die Uhren habe ich alle zusammen mit dem Nightshot aufgenommen. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Licht drauf, damit die auch richtig leuchten. Und die Fliegeruhr, die limitierte Bundespolizei-Edition, liegt in der Mitte und ihr könnt sehen, auch im Nightshot zahlen sich die breiten Zeiger aus. Die Uhr ist wirklich klasse ablesbar aus nahezu jedem Blickwinkel und auch im Vergleich mit den anderen Uhren sind die Zeiger wirklich herausstechend deutlich und klar ablesbar. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich zu der klassischen Fliegeruhr von Mark & Sons. Ich habe aber von den Bildern den Eindruck, es handelt sich um exakt das gleiche Gehäuse, allerdings mit einer anderen Zeigerform. Insofern sind die nur bedingt vergleichbar. Was den Sitz am Arm und die Größe betrifft, dürften sie sich ganz ähnlich verhalten. Das Lederband an der hier gezeigten Uhr ist ein sehr passendes Lederband, sehr dick, gehört zu der Uhr, passt gut zu der Uhr und auch die schwarz beschichtete Breitdornschließe rundet das Gesamtpaket ab. Mich hat die Uhr positiv überrascht, auch wenn sie nichts wäre für meine Sammlung. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob sie was für eure Sammlung ist, was euch an der Uhr gefällt, was euch nicht gefällt und was ihr von der Uhr haltet. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.